Renzi hat dem Tsipras eine Krawatte geschenkt und der Varoufakis ist immer in der Lederjacke und mit dem Motorrad. Ja, was drückt das denn aus? Wir sind anders als diese fade Elitenpolitik und wir werfen uns nicht in die Kluft der Banker, in diese Uniformen, die gleichzeitig eine Distanz zu den normalen Bürgern markieren. Oder einfach, wir sind ganz simpel contemporary. Ach, Mode und Symbolpolitik, man ist ja fast versucht, drüber zu lästern, in dem Sinn, ja, haben wir nichts Wichtigeres zu besprechen, aber andererseits sind die Signale, die Mode setzt, natürlich auch politische Botschaften. Und übrigens, die gescheiten Frauen, die freuen sich jetzt, weil erstmal ist so, dass auch bei den gescheiten Männern nur über ihr Äußeres geredet wird. Die Wirtschaft, wird uns ja immer gesagt, das ist eine höchst nüchterne Angelegenheit. Da geht es um Zahlen, um Güter, um Geld, um Zeug, um Ströme, aber nicht um Moral. Es geht um Interessen und Eigennutz, aber nicht um Moral. Und die Wirtschaftstheorie und die Wirtschaftsdiskurse, die sind eben etwas ganz anderes als Moral- und Wertediskurse. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn. Alle unsere Wirtschaftsdiskurse sind im Gegenteil extrem moralisiert und das führt oft dazu, dass wir ökonomisch das Falsche machen, weil wir fragwürdige moralische Bilder und Metaphern im Kopf haben. Erleben wir ja gerade wieder. Da sagen zum Beispiel viele Leute, die Griechen müssen einfach ihre Schulden zurückzahlen. Warum? Ja, weil man Schulden einfach zurückzahlen muss. Das tut man, das ist eine Ehrensache. Sogar grundvernünftige Leute sagen das. Schulden muss man einfach zurückzahlen, das ist ein moralisches Postulat. Aber das ist natürlich eine sehr fragwürdige Sache, da müssen wir nur in die Wirtschaftsgeschichte ein bisschen zurückschauen. Wer früher sich verschuldete und zahlungsunfähig wurde, der kam in den Schuldturm. Der war dann ruiniert fürs Leben. Und dann ist man draufgekommen, dass das keine so gute Strategie ist, weil der Schuldner im Schuldturm, der war ruiniert fürs Leben und konnte nichts Positives mehr zur Gemeinschaft beitragen. Und der Gläubiger, der hat auch nichts davon gehabt, weil der nicht mal mehr einen Teil seines Geldes gesehen hat, nicht mal einen Bruchteil. Somit entwickelt ein Mann das, was man das moderne Insolvenzrecht nennt. Das hieß nichts anderes im Grunde. Allzu drückende Schulden müssen unter bestimmten Umständen eben nicht zurückbezahlt werden. Das führte dann eben zu der tollen Sache, dass insolvente Firmen beispielsweise weiter existieren konnten und ihre Gläubiger im Laufe der Zeit wenigstens einen Teil der Gelder zurückbekamen. Man hat dann gewissermaßen die rigide, radikale moralische Verdammnis des Schuldners abgeschafft, sodass am Ende alle einen Vorteil davon hatten. Daran sieht man, dass es ökonomisch vernünftig ist, mit der rigiden Moralisierung aufzuhören. Interessant und wichtig in diesem Zusammenhang ist allerdings das nur nebenbei, dass man das eben auch nur bis zu einem gewissen Grad machen kann. Es braucht schon einen gewissen gesetzlichen und auch moralischen Druck auf den Schuldner zurückzuzahlen. Würde man zum Beispiel sagen, es ist moralisch gleichbedeutend, ob man Schulden zurückzahlt oder nicht, würde natürlich niemand mehr zurückzahlen. Es würde deswegen eben auch niemand mehr etwas verleihen und das ganze Werkel wäre im Stillstand. Also, all das ist eine tricky Sache, aber eines ist klar, in modernen Gesellschaften und modernen Ökonomien gibt es keinen absoluten Zwang, Schulden zurückzuzahlen. Und eine andere höchst moralisierte Frage im Zusammenhang mit Verschuldung ist die nach den Ursachen, also die Behauptung eines irgendwie frevelhaften Verhaltens des Schuldners. Der Schuldner hat vielleicht nur eine falsche Investition getätigt und Pech gehabt oder die gesamtwirtschaftlichen Umstände haben sich geändert und er ist nur das Opfer davon, von der Änderung dieser Umstände. Oder aber, und das ist die Geschichte, die man meist erzählt, eben eine moralische Geschichte, er hat sich auf verantwortungslose Weise verschuldet und überschuldet. Kann vorkommen, aber auch hier ist schon die einseitige Moralisierung sehr fragwürdig, weil zu einem verantwortungslosen Kreditnehmer gehört ja immer auch ein verantwortungsloser Kreditgeber dazu. Also das ging ja dann auch in die, sagen wir, moralische Grundierung des Insolvenzrechts ein, dass wer ein zu riskantes Investment vornimmt, auch verdient hat, dass er vielleicht nicht alles oder gar nichts von seinem Geld zurückbekommt. Diese postulierte, oft auch nur implizit vorausgesetzte Schuldhaftigkeit des Schuldners ist immer ganz zentral in solchen Diskursen, wie man jetzt eben auch in der Frage Griechenland sieht. Man konnte das gewissermaßen in Reinkultur wiederum sehen bei der Pressekonferenz von Wolfgang Schäuble mit dem Yannis Varoufakis, wo der Schäuble dauernd darauf herumgeritten ist, die Griechen sind doch durch eigenes Fehlverhalten und durch eigene Verschuldung gewissermaßen in diese Lage geraten. Und welche war das? Na, dass eben frühere Regierungen, griechische Regierungen zu viele Schulden aufgenommen haben.
Stimmt natürlich, aber es wird auch nicht dazu gesagt, dass quasi in einem Bonanza die deutschen und französischen Banken den Griechen und den Spaniern das Geld einfach nachgeworfen haben. Aber gut, wollen wir da jetzt nicht abschweifen. Dieses eindeutige Fehlverhalten der früheren griechischen Regierungen wird als moralische Begründung gesehen, dass man es ihnen jetzt nicht erleichtern darf, das Leben. Das wäre doch fragwürdig, also den Griechen. Das wäre doch fragwürdig, einem Schuldigen die Konsequenzen seines Handelns zu ersparen. Das wird da immer mit insinuiert. Das steckt in dieser Argumentation immer drin. Nun ja, aber kluge Leute halten sich eben nicht immer an eine solche Moral. Wir zum Beispiel, die Deutschen und die Österreicher, wir haben zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen und einen Holocaust angerichtet und hinterher haben wir immer noch einen Schuldenschnitt und einen Marshallplan bekommen. Dabei hat es natürlich kaum je einen Fall in der Geschichte gegeben, wo es moralisch angebrachter gewesen wäre, die Schuldigen in rauchenden Ruinen und ohne Essen und ohne Strom sitzen zu lassen, als uns. Aber es wäre eben nicht klug gewesen und das haben die Amis damals erkannt. Damals schlug ökonomische Vernunft die Moral. Gut, und jetzt in diesen Verhandlungen zwischen Griechenland und seinen Partnern, also manche würden jetzt nicht wirklich sagen Partner, dass das Partner das richtige Wort ist. Also da schwingt ja seit jeher so mit, also bei allen Südländern, die Rede von den faulen Südländern und den fleißigen Nordländern, also den Deutschen und so. Alle Feinde Europas spielen auf dieser Klaviatur. Ja, und das sind natürlich Feinde Europas. Ja, und die so argumentieren, die haben immer so schöne Metaphern und Parabeln parat. Etwa diese berühmte Fabel von Aesop, von den Ameisen und den Heuschrecken. Sie kennen das. Schöner Sommer, es gibt viele Früchte und Nüsse und was weiß ich so für Zeug. Die Ameisen sammeln fleißig und legen große Vorräte für den Winter an, während die Heuschrecken, die tanzen und machen nichts als Party. Im Winter haben dann die Heuschrecken nichts und betteln die Ameisen an. Die sind aber hartherzig und geben nichts ab. Pech für die Heuschrecken, sie müssen sterben. Das ist so ziemlich die moralische Metapher, die zur Grundlage der europäischen Antikrisenpolitik geworden ist. Also in Gänsefüßchen, weil in Wirklichkeit war es natürlich eine Pro-Krisenpolitik. Die in Deutschland vorherrschende Erzählung auch, was im Übrigen die beliebte Deutung auch ziemlich absurd erscheinen lässt, dass in Griechenland heute populistische Vereinfacher regieren würden. Es gibt in Wirklichkeit natürlich keine populistischere Regierung, keine Regierung, die mit simpleren Metaphern ihre Politik rechtfertigt als die deutsche. Das sind also die eigentlichen Populisten, es fällt nur niemandem auf, weil wir alle oder sehr viele selber gefangen sind in dieser versimpelten populistischen Deutung. Metaphern wie diese legen sich aber eben wie ein Filter über die Wirklichkeit. Metaphern dieser Art sind extrem mächtig und erlauben es einem dann irgendwann mal nicht mehr klar zu sehen. Dabei könnte man ja auch fragen, sitzen die Heuschrecken nicht im Norden und im Süden und haben sie sich nicht auf Kosten der Ameisen im Norden und im Süden ein schönes Leben gemacht und machen sich's noch immer. Oder wie das im Blog der Deutschen Zeit einmal so schön beschrieben stand, wenn die Ameisen im Norden ihre Vorräte als Kredit an die Heuschrecken im Süden geben, damit sich die Heuschrecken die Güter von die Ameisen kaufen können, aber die Ameisen überhaupt keine Sorge dafür tragen, dass die Heuschrecken die ihnen geliehenen Gelder produktiv investieren, müssen sich die Ameisen dann wirklich wundern, wenn sie ihre Kredite nicht zurückbekommen? Oder anders gesagt, wer sind dann eigentlich die Ameisen und wer sind dann eigentlich die Heuschrecken? Wir sehen also, die ökonomischen Diskurse, die eigentlich über so etwas Nüchternes wie volkswirtschaftliche Kreisläufe und Geldflüsse handeln sollten, sind extrem moralisiert und diese moralischen Deutungen sind so überladen, dass sie uns hindern, die wirkliche Wirklichkeit überhaupt noch so wahrzunehmen, wie sie ist. Anders gesagt, diese moralisierenden Metaphern machen dumm und behindern, dass sich die ökonomische Vernunft durchsetzt. Und das ist eben der Nachteil der Moral oder strenger gesagt des Moralisierens fürs Wirtschaftsleben.